Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in der Hocheifel unterwegs, genauer gesagt bei Aft, und wir gehen die Tour Alter Fünfer. Die Strecke ist 11,3 Kilometer lang und führt uns ungefähr über 300 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung ist, dann bleibt dran. Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, die Wege sind insgesamt eher breiter. Es gibt aber wirklich schöne Aussichten zwischendrin und es geht auch zwischendurch durch den Wald. Da ist es teilweise so, dass einige Wege schöner sind, andere sind so ein bisschen ungepflegt. Das ist so eine Mischung. Dann gibt es aber auch ganz schöne Heidelandschaften. Also insgesamt macht es auf jeden Fall Spaß, aber ist jetzt nicht so super spektakulär. Ja, man hat auf jeden Fall seine Ruhe. Also hier ist sonst keiner unterwegs. Also es soll sich ja hierbei angeblich um einen reaktivierten Wanderweg handeln, den es früher mal gab und den man jetzt wieder neu aufgelegt hat. Manche Schilder sind auch so ein bisschen unübersichtlich, da haben wir uns einmal verlaufen. Aber wie gesagt, Froni sagte ja schon, die Aussichten sind ganz nett und alles in allem lohnt es sich auf jeden Fall. Also war auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung, heute hier diese Tour zu machen. Und jetzt haben wir uns ja hier diesen schönen Aussichtspunkt für unser Zwischenfazit, aber natürlich auch für die Bierprobe ausgesucht. Und da grüßen wir ganz lieb den guten Thomas Wandern und Camping. Mit dem war ich ja vor kurzem in Belgien unterwegs und der hat mir ja aus dem Harz was mitgebracht. Und zwar zwei Biere der Brauerei Altenauer.
Ja, wobei du dazu sagen musst, das hat er nicht nur dir mitgebracht, sondern auch mir. Ne? Ja, ich habe es extra aufgehoben. Ich hätte es mir an dem Tag schon ballern können. Ich habe extra gesagt, ich bewahre es für die Froni auf. Okay, mein edler Retter hier. Genau, ne? Und zwar haben wir zwei unterschiedliche Biere von ihm mitbekommen. Ich denke mal, dass er das auch schon so ein bisschen im Hintergrund gemacht hat, wer was trinken könnte. Ich habe nämlich den Klippenbock. Der hat 6,8%, hat also so ein bisschen mehr Wumms. Ich glaube, du hast ein etwas leichteres. Ja, also meins hat nur 5% Alkohol und das ist das Harzer Hüttenbier. Echt Hütte steht hier auch drauf. Genau, bei mir steht gleich Knallt. Das werden wir nachher auch machen. Wir werden auf jeden Fall mal gegenseitig auch mal bei unseren Bieren probieren, damit wir auch so den Vergleich haben. Ne? Aber jetzt bin ich ganz gespannt. Ne? Also mach mal mein Motto, gleich Knallt. 3, 2, 1... Oh. Ja, naja. Hat nicht so geknallt. Vielleicht knallt später. Genau. Auf dich, Thomas. Ja, danke, Thomas. Lecker. Ja. Lecker. Also man muss dazu sagen, Thomas trinkt ja selber kein Bier, aber er hat es von einem lieben Freund empfohlen bekommen. Und da muss ich unbekannterweise sagen, hat er gut ausgesucht. Also was malzig, ne? Glaube ich, stand das nicht auch? Ja, Karamalz steht auch drauf, also schmeckt man auch, finde ich. Auf jeden Fall, habe ich auch. Münchner Malz, Bildener Malz, Kara. Mhm. Also mir schmeckt es sehr gut, also das Hüttenbier kann was. Und es ist auch nicht ganz so, so stark, dass man direkt umfällt, jetzt bei den 7% knapp. Es gibt ja so Biere, wo man wirklich denkt, oh Gott, aber das hier ist wirklich sehr mild, mildwürzig, würde ich sagen, mild, vollmundig. Ganz leicht süßlich, karamellig wäre vielleicht noch besser. Ne? Ja, würzig vielleicht auch. Sonst musst du gleich mal probieren, du schmeckst vielleicht. Also das schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut. Also meins schmeckt mir auch sehr gut. Mal hier. Oh, dann schmeckt gar nicht so viel stärker. Deswegen, ne? Ich würde sagen, das ist ein Müh süffiger. Aber ich hätte jetzt gedacht, hier mit Klippenbock, dass deins noch... Nee, aber habe ich schon gesagt. Also ist gut zu trinken, weil ich dachte nämlich direkt schon, ja, der Bock, der ist für den Michael. Aber den könnte ich auch trinken. Kann man sehr gut vertragen. Ja. Auch sehr gut vertragen können wir ja immer das Bierquiz. So, und tatsächlich neigt sich das Bierquiz auch schon dem Ende entgegen. Wir haben, glaube ich, noch 4 Fragen oder 6. Ich glaube, 4 noch übrig. Also... Keine Sorge, bevor ihr jetzt einen Herzinfarkt bekommt, wir haben uns schon Teil 2 bestellt. Dann haben wir nochmal neue 66 Fragen. Aber wir wollen natürlich auch noch die letzten aus diesem Quiz uns gegenseitig stellen. Du bist soweit. Ja. Dann kommt jetzt hier deine Frage. In welcher Gaststätte gibt es die weltweit größte Auswahl an Biersorten? A. Delirium Café in Brüssel. B. Hofbräuhaus in München. Oder C. The Chandos in London. Also die meisten Biere war das auf jeden Fall. Also verschiedene Sorten. Die größte Auswahl an Biersorten. Also nicht so nach dem Motto, Hofbräu hat 1000 Bier da stehen, sondern genau. Es geht um die unterschiedlichen. Ja, ich wollte nochmal sicher gehen, also, sonst hätte ich Hofbräu oder so gesagt. Ja, im Hofbräu, da läuft ein Fasshall aus. Da hat so mancher armer Mann gesehen, wie viel er vertragen kann. ich weiß es nicht, aber ich würde, glaube ich, zu A tendieren, weil ich weiß, Delirium gibt es zum Beispiel auch in Köln und die haben eine sehr große Auswahl und auch recht exotische Biere. Und wie gesagt, also München, glaube ich, da ist die Masse zwar groß, aber die Auswahl nicht. Und das in London sagt mir ehrlich gesagt nichts. Und beim Delirium, da bin ich mir recht sicher, dass da die Auswahl einfach sehr groß ist. Deswegen nehme ich das mal. Genau, ne? Also wir waren selber schon in Köln in dem Delirium gewesen. Und das gibt es ja auch in Flaschen. Da ist ja dieser rosa Elefant drauf. Ne? Deswegen, ich hätte wahrscheinlich auch auf das Delirium getippt. Allerdings, genau wie bei dir, auch das Chandos, das sagt mir gar nichts in London. Nee. Aber Hofbräu, denke ich mal auch nicht, dass die viele Biere haben. Ne? Also du bleibst bei A. Ja, ich bleib bei A. Also. Antwort A ist auch richtig. Sehr schön. Das Delirium Café hat die größte Auswahl an Bieren, nämlich 2004. Wow. Ja, auch Stand 2004. Seitdem keine neuen offiziellen Rekorde. Wer da sein Bier nicht findet, ist selber schuld. Ja, also ja, da müssen also wir unbedingt mal nach Brüssel. Nehmen wir uns mal ein Wochenende frei. Da kriegen wir alle ausprobiert. Genau, die nächsten Touren sind gesichert hier, die Biere. Genau.
An der Stelle vielleicht auch nochmal Gruß an den lieben Topper und an den guten Thomas auf Wanderschaft. Mit den beiden waren wir nämlich auch schon im Delirium gewesen. Oder habe ich jetzt irgendjemanden vergessen? Nee, mit den beiden, glaube ich, ne? Im David, glaube ich, auch. Mit Dave und Anja waren wir ja auch da. Stimmt, wir waren ja zweimal im Delirium schon. Ja, dann an alle vier liebe Grüße. Das ist eine... ja. Ab wann schmeckt das Echtschenkerler Rauchbier laut Bamberger Volksmund erst so richtig gut? Also kannst du gleich noch warum das jetzt hier so lustig ist. Also A, gleich beim ersten Mal, B, beim dritten Mal oder C, erst nach dem 10. Mal. Also, wobei ich da jetzt sagen muss, ich weiß jetzt gar nicht konkret nach dem wievielten Mal. Ich weiß nur, dass auf der Flasche draufsteht, wenn es dir beim ersten Mal nicht schmeckt, lass dir es nicht verdrießen. Ich meine, das wäre der Spruch, der da draufsteht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ob jetzt das zum dritten Mal oder zum 10. Mal. Also nach dem ersten Mal würde ich sagen, nein. Ne? Genau, das auch gleich beim ersten Mal. Das heißt nicht nach dem ersten Mal, sondern hier steht gleich beim ersten Mal. Genau. Deswegen, achso, oder habe ich die Frage jetzt falsch verstanden? Doch, ab wann schmeckt das Rauchbier erst so richtig? Ab wann? Ach so, ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, ob das jetzt nach dem dritten oder nach dem 10. Mal ist, das ist jetzt eine 50-50-Chance. Ne? Also, ach so, weil ich hätte jetzt eine sehr starke Tendenz, also... 6,5 Stunden später. Ja, dann wahrscheinlich nach dem dritten Mal, hätte ich dann jetzt gesagt, aber... ja, ist es auch, weil ich hätte es direkt so gesagt. Also, der Bamberger Volksmund ist der festen Überzeugung, dass die meisten Geschmacksnerven 2 Seidler Vorsprung benötigen, um sich an den Geschmack des Rauchbiers zu gewöhnen. Also reicht auch nicht 10. Nee, also ich habe auch gesagt, also ich hab, 10 habe ich zwar insgesamt noch nicht getrunken, aber ich würde sagen, ich habe das schon 5-6 Mal getrunken. Und manchmal sagt man ja auch, vielleicht schmeckt es einem nach einem Jahr oder 2. Also aber, ich probiere das nicht nochmal. Also es tut mir leid, wer das mag, wir trinken euch nichts weg. Oder ich nicht. Also erst beim dritten Mal schmeckt das Bier aus geräuchertem Malz so richtig gut. Ja, weil es gibt auch so manche Sachen, da frage ich mich, ob man das braucht. Ne? Also ich habe noch nie beim Bier gedacht, oh, das wird mir jetzt noch viel besser schmecken, wenn es nach Speck schmecken würde. Genau, nach Speck und Rauch. Dann wäre das Bier... Nee, also wie gesagt, Rauch und Speck, die Kombi im Bier, aber wie gesagt, wer es mag... Trinkt es. Könnt viel ihr Spaß. Gerne haben. Wir bleiben dann lieber hier bei dem Leckeren aus dem Harz. Genau, also das schmeckt deutlich, deutlich besser. Auch schon beim ersten Schluck. Also Thomas, nochmal vielen Dank. Und ich würde einfach sagen, wir genießen noch was das Panorama und dann geht es jetzt gleich auf die zweite Hälfte.
Wir sind fast am Ende der Wanderung und kommen zum Fazit. Es geht überwiegend über breitere Wege, es gibt immer wieder schöne Aussichten und Waldabschnitte und zwischendrin wird auch einmal die Ortschaft Aft gequert. Wir haben einige Tipps für euch, angefangen damit, dass ihr die Tour bei gutem Wetter gehen solltet, damit ihr die Aussichten genießen könnt. Kurz nach der Hälfte würde sich anbieten, eine Einkehr in Aft in die Eifelschenke zu machen. Dann würden wir euch raten, den GPX-Track herunterzuladen, weil manchmal die Wegbeschilderung etwas irreführend ist. Dann, wenn ihr noch weitere Touren hier in der Gegend machen wollt, dann würde sich der Traumfahrt Bergheidenweg anbieten. Und last but not least würden wir den Abstecher machen zum Aussichtspunkt Heidbüschel. Ja, nicht so gut gefallen haben uns die Asphaltabschnitte und dass es auch mal kurz an der Straße entlang ging. Dann waren einige Wege jetzt nicht ganz so gut gepflegt und die Markierungen waren ein, zwei Stellen nicht ganz eindeutig. Und man konnte auch zwischendrin so ein bisschen den Lärm vom Nürburgring hören, obwohl wir den jetzt nicht so störend fanden. Das ganz große Highlight hier an diesem Weg ist definitiv, dass man die ganze Zeit ein richtig tolles Panorama hier in die Hocheifel hat. Und dann fanden wir die Wacholderheiden noch sehr schön. Unter dem Strich geben wir der Tour daher 6 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.